Februar 1979 in Südfrankreich stellt Mercedes einen Geländewagen vor, der zur Legende werden sollte. So wie dieser wunderbare historische Werbefilm, den wir im Archiv gefunden haben. Das ist die neue Mercedes-Benz Geländewagenreihe. Sie gibt die Antwort auf jeden Anspruch, den man an einen Geländewagen stellen kann. Sie ist allen herkömmlichen Geländewagenkonzepten überlegen, weil diese entweder nur einen harten Geländewagen anbieten, dessen Straßentauglichkeit eingeschränkt ist, oder einen verkappten Straßenwagen ohne extreme Geländeeignung. Die Mercedes-Geländewagenreihe macht hier keine Kompromisse. Konsequente Anwendung überlegener Technik, eine Baureihe universell verwendbarer Fahrzeuge mit über 40 Varianten. Realisiert in der unübertroffenen Mercedes-Benz-Qualität. Die Mercedes-Geländewagen sind einerseits harte Arbeiter im Gelände und überraschen andererseits durch Pkw-Fahreigenschaften und hohen Fahrkomfort. Sie sind also für den rein professionellen Einsatz ebenso geeignet wie für den privaten Bereich, für Hobby und Freizeit. Diese neue Generation von Geländewagen ist das Produkt einer Zusammenarbeit der Daimler-Benz AG und der Steyr-Daimler-Puch AG. Was diese Fahrzeuge zu leisten vermögen, können wir Ihnen nicht direkt vor der Tür zeigen. Zu vielfältige Geländevariationen gibt es zu berücksichtigen. Das typische Gelände gibt es nicht. Deswegen hat der Mercedes-Benz Geländewagen eine so robuste und vielseitig einsetzbare Technik wie kein anderer. Zusätzlich bietet Ihnen die neue Geländewagenreihe von Mercedes aber auch zahlreiche Varianten für unterschiedlichste Transportaufgaben. Für alle Aufgaben also die passende Antwort. Einer unserer Versuchsingenieure wird Ihnen das jetzt demonstrieren. Den neuen Mercedes-Geländewagen gibt es mit zwei verschiedenen Radständen und drei Aufbauvarianten. Sehen Sie zum Beispiel mal der grüne. Das ist einer mit kurzem Radstand, 2400 mm in der offenen Ausführung. Und der da drüben, das ist einer mit langem Radstand, 2850 mm. Das ist wirklich ein Unterschied. Und der hat auch einen ganz anderen Aufbau? Ganz richtig. Es ist der Mercedes-Geländewagen mit langem Radstand als Stationwagen. Übrigens mit vier seitlichen Türen. Das ist noch ein Stationwagen, aber mit kurzem Radstand und der hat zwei Türen. Und da drüben sehen Sie einen offenen mit Stoffverdeck. Außerdem gibt es noch zwei weitere Modelle, nämlich Kastenwagen mit kurzem und langem Radstand. Und dann haben wir natürlich Motorvarianten für alle Bedürfnisse. Mehr als jeder andere Geländewagen. Von 53 kW, und das sind 72 PS, bis über 110 kW, gleich 150 PS. Vier Antriebsaggregate stehen zur Verfügung. Zwei Dieselmotoren mit 4 bzw. 5 Zylindern und zwei Benzinmotoren mit 4 bzw. 6 Zylindern. Die Benzinmotoren gibt es in zwei Varianten, für Normal- und Superkraftstoff. Topmodell der 280 GE mit 156 PS Leistung. Das Prinzip ist, für jeden Einsatzzweck und unter allen Bedingungen immer genügend Antriebskraft auf den Boden zu bringen. Sehen Sie. Auf normaler Straße nutzen Sie den Hinterachsantrieb. Im Gelände können Sie dann den Vorderachsantrieb zuschalten, haben damit Allradantrieb und können zusätzlich, anstelle des Straßenganges, den untersetzten Geländegang benutzen. Auch die beiden auf Wunsch lieferbaren Differentialsperren können Sie jederzeit während der Fahrt zu- und abschalten. Diese überlegene Antriebskonzeption finden Sie so nur bei unserem Geländewagen. Auf der einen Seite ist das Auto optisch natürlich eindeutig als Klassiker auszumachen, der die 30 Jahre zeigt, stolz zeigt. Auf der anderen Seite haben wir das Fahrzeug aber kontinuierlich technisch weiterentwickelt, sodass er heute eindeutig führend in seiner Technologie ist in dem Segment. Und diese Kombination ist schon ganz ungewöhnlich. Es ist das Zeitlose des G-Designs, behutsam verändert und angepasst über drei Jahrzehnte. Immer aber unverkennbar der Charakterdarsteller und das Rückgrat der Marke Mercedes. Eine Symbolfigur für Ingenieurskunst und Allrad-Know-how. Und nach wie vor stellt der G international die Referenz, die Messlatte in seinem Segment dar. Dem Mercedes G aber gelingt auch der Sprung auf den Asphalt, wo er dank allerlei Mercedes-Komfort, Ledersitze, Klima, Navi, High-End-Audio zu einem echten Lifestyle-Auto wird. Das G
G-Cabrio, ein Offenauto mit eigenwilligem Auftritt und hohen Sicherheitsreserven. Überlegene Motorleistung mit wahren Drehmomentbergen, so wie hier, lassen den G an keiner Steigung und in keinem Gelände alt aussehen, garantiert. Was den Fahrer manch anderer Geländewagen, den Schweiß auf die Stirn treibt, registriert das bis ins Detail klug konzipierte Mercedes-Geländeauto mit einem Stirnrunzeln. Unterwegs im G500 Classic, der zweiten, der letzten Generation, knapp 300 PS stark damals und schon optisch mit einer gelungenen Mischung aus Understatement und Selbstbewusstsein ausgestattet. Image, Prestige und Ansehen dieses Autos sind weltweit immer weiter gestiegen. Der Mercedes G steht damit beinahe klassenlos da, weil er eben keins dieser modernen Allrad-Showcars ist, die man vor allem auf den Straßen von Dubai oder Moskau schätzt. Nun, wir haben bisher 200.000 Exemplare vom G verkauft. Das Fahrzeug ist heute erfolgreicher denn je. Die Kunden sind begeisterter denn je. Insofern ist es eine gute Spekulation, davon auszugehen, dass wir vielleicht in 10 Jahren uns in diesem Stil wieder treffen können.